So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Pokémon Legenden Arceus, hier im Obsidian Grasland, wo er sagt, da drüben nicht nur, glaube ich, er ist ja jetzt eine Elite. Ist es eine Elite Wampel? Ja, ein Elite Wampel kriecht da drüben herum. Aber das ist sagt jetzt noch nicht das, worum es uns sagt heute geht. Auch er sagt nicht um das faulenzende Enton da unten. Es geht er sagt jetzt hier innerhalb des Innerwalds um diesen wackelnden Bärenbaum. Weil wenn ich er sagt jetzt Glück habe, kriegen wir jetzt hier ein Kikugi draus. Ich hatte er sagt wirklich Hoffnung gehabt. Ich hatte wirklich Hoffnung gehabt, dass das er sagt jetzt ein Kikugi sein könnte. Denn wie schon immer gesagt, schon in den letzten Parts, wir brauchen ja immer näher auch noch ein Kikugi, um den Pokédex weiter zu vervollständigen. Aber, naja, was soll's. Kikugi war es mal wieder nicht. Wirklich ziemlich schade. Dann müssen wir, sag jetzt hier doch nochmal bei den anderen Bärenbäumen mal vorbeischauen. Okay, das da unten ist doch eigentlich ein Aprikoko-Baum. Und soweit ich hier sag, weiß. Sollen es Kikugis bloß bei Bärenbäumen geben? Nun denn, wie dem auch sei, das ist er sagt dann, wie es aussieht. Jetzt nichts Gutes für uns dabei. Dann versuchen wir jetzt dann halt noch einmal die Operation von Nera. Wie erfolgreich die sein wird, es sei dahingestellt. Aber wir sind auf jeden Fall hier in der Nähe des Erztunnels. Also starten wir nochmal einen weiteren Versuch. Ansonsten geht es dann ja heute rüber ins weiße Frostland mal wieder in Richtung Lawinenhügel, um einen Vonera zu erhalten. Außerdem müssen wir dann auch heute dort die letzte... Suchmission... in Angriff nehmen. Tja, aber so wie es jetzt hier aussieht, leider wieder kein Vonera. Also müssen wir das Ganze wirklich an anderer Stelle versuchen. Ansonsten habe ich jetzt hier noch in diesem Part vor, Damhierplex zu Damitier weiterzuentwickeln. Außerdem jetzt noch an dieser Stelle auch eine andere offensichtliche Sache, die ich nicht auf die Reihe gekriegt habe, war natürlich auch die Tatsache, seit der 8. Generation ist es ja jetzt auch so, dass ich ein Evoli hier auch mit der Hilfe eines Blattsteins weiterentwickeln kann. Also, um einen Fulipurba zu kriegen, müssten wir dann theoretisch ja auch nochmal uns einen weiteren Blattstein besorgen. So, jetzt ist die Entwicklung möglich. Damhierplex zu Damitier. Ein weiterer Schritt in Richtung Arceus wird damit jetzt also getan. Tja, es war an der Stelle jetzt auch noch ein bisschen schade, ja, dass wir leider immer noch kein Kikugi haben. Oder auch die anderen Pokémon, die uns noch fehlen.
Aber im Großen und Ganzen werden wir das auch bald hinkriegen. Wir haben ja auch einen Magpie gekriegt. Da wird er, sagt der Rest doch wohl auch noch ein Klack sein. Wir könnten zwar eigentlich auch ebenso gut auch nochmal versuchen. Was sollten wir eigentlich noch versuchen? Naja, wir könnten ja sogar ebenso gut auch noch auf eine Raumzeitverzerrung erwarten. In der Hoffnung, dort vielleicht einen Felinara und einen Frolipurba zu kriegen. Aber sei das dann erstmal für aktuell nebenan gestellt. Jetzt der nächste Schritt ist Ursaluna zu kriegen. Mina hat sich heimlich davon geschlichen und seitdem fehlt von ihr jede Spur. Sie war ganz dick eingepackt, da vermute ich, dass sie sich ins weiße Frostland aufgemacht hat. Es scheint nichts mit ihrer Arbeit zu tun zu haben. Was will sie nur an so einem gefährlichen Ort? Ich wäre dir und Ursaluna wirklich sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Der Geruch von Minas Lieblingstaschentuch sollte euch auf ihre Spur bringen. Bitte findet sie. Ich mache mich auch auf die Suche. Was wäre denn für ein großer Bruder, wenn ich mich immer nur auf andere verlassen würde? Halte durch, Mina! Wieso habe ich jetzt eigentlich das Gefühl, wir müssen jetzt... Oh, da bist du! Ich habe schon nach dir gesucht! Toll! Dein Bruder sucht dich! Wie bitte? Mein Bruder ist ins weiße Frostland aufgebrochen? Er wagt sich sonst nicht einmal ins Grasland vor, nachdem ihn dort mal ein Scheidungs verfolgt hat. Wir müssen sofort nach ihm suchen. Ich kann wie immer auf dich zählen, oder? Natürlich. Vermisstensuche im Frostland dieses Mal. Nicht die Schwester, sondern der Bruder. Na gut. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es wird der Sack jetzt funktionieren. Na, sieh mal, massenhaft Rotorms. Nicht übel. Okay, gehen wir erstmal kurz zur Eisgipfelbasis. Vielleicht haben wir jetzt hier auf Anhieb ein bisschen Glück. Mal sehen, so wie es jetzt aktuell aussieht, eher nicht. Okay, aber da wir ja sowieso noch ein paar Sachen erledigen müssen. Wie wäre es dann jetzt erstmal an dieser Stelle? Okay, ich denke mal, wir müssen auch erstmal noch ein paar weitere Fundsachen auch nochmal finden. So dass wir dann hier auch noch ein bisschen weiter vorankommen können mit der Operation Blattstein. Gott. Und wer weiß, vielleicht finden wir Ayafumi auch irgendwo hier. Warum denn nicht, sage ich. Ist ja allerdings ja noch alles im Bereich des Möglichen. Und der Lawinenhügel. Ja, wie schon mal erwähnt, dort kann sich Ersack auch ein Vonera befinden.
Okay, da drüben ist ein Elite-Firnon-Tor. Nicht gerade sehr passend für unsere Suche. Tja, wo sollten wir jetzt hier eigentlich anfangen, den vermissten Ayafumi zu suchen? Ja, gut vorstellen könnte ich es mir auf jeden Fall, dass er hier vielleicht irgendwo in der Höhle reingekracht ist. Okay, hier wiederum war bloß Frostedie. Tja, blöd, wenn man mal wieder keinerlei Anhaltspunkte hat. Von wo sollten wir, sag, am besten mal beginnen? Was wäre jetzt eigentlich der idealste Ort, um sich zu verlaufen? Schwierig, schwierig, schwierig. Tja, hier einen Anhaltspunkt zu finden. Ziemlich problematisch. Vermisstensuche im Frostland. Also ich persönlich würde immer noch darauf tippen, dass er vielleicht in irgendeine Höhle reingekracht ist. Sieht aber jetzt hier leider nicht danach aus. Okay, vielleicht beschleunigen wir die ganze Sache gleich mal und schauen mal kurz mal im Netz nach, wo dann vielleicht unsere vermisste Person hier abgeblieben ist. Ganz offensichtlich ja hier schon mal nicht. Hier schon mal auch nicht.
Ja, wo könnte man also jetzt nach dem Typen suchen? Ja, mal abwarten, mal abwarten. Wo genau müssten wir jetzt hier suchen? Na gut. Ich habe jetzt gesagt, doch mal eben mal nachgeschaut. Und es ist wirklich so. Er ist in ein Loch gefallen. In jenes Loch, wo wir zu Anfang. Naja, nicht zu Anfang, sondern wo wir. Isui Sorua. Zum allerersten Mal getroffen haben. Also in dem hier. Damit wäre dann auch diese Mission abgeschlossen. Oh, du bist es. Bin ich erleichtert, dich zu sehen. Bitte hilf mir zwar mit Sneeboss nach oben. Oh, Firnontor. Dann auch noch eine Elite-Version. Da hat es sich ja nun wirklich ein ordentliches Schlamassel rein manövriert. Ja, dann auch noch auf Level 64. War jetzt irgendwie klar gewesen, dass das jetzt kein sehr gutes Ende nimmt. Aber gut, Mission abgeschlossen. Du hast mir richtig aus der Klemme geholfen, vielen Dank. Aber Mina habe ich immer noch nicht gefunden. Tja, was das betrifft... Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Hast du meinen Bruder gefunden? Oh, Mina ist wohl auf. Was für ein Glück. Da fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen. Tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe. Aber was sollte das denn? Wieso bist du einfach alleine ins weiße Frostland losgezogen? Oh, also eigentlich? Ein Eisstein. Ich habe mir auf die Suche nach seltenen Items gemacht. Ich dachte, dass ich damit mein Vorbild bei der Forschung helfen kann. Ach, Brüderchen, jetzt schau doch nicht so. Dir habe ich natürlich auch einen mitgebracht. Das war wieder eine vorbildliche Leistung. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ab jetzt werde ich mich bei allen Dingen, die ich anpacke, doppelt ins Zeug legen, um mich eines Tages bei dir erkenntlich zeigen zu können. Lass uns nach Hause gehen, Bruder. Ich bin jetzt stark genug, um dich auf den Rückweg zu beschützen. Das ist ja lieb gemeint, Mina, aber das Dorf liegt nicht in dieser Richtung. Upsi! Manche Sachen ändern sich nie. Es wird wohl noch ein bisschen Zeit vergehen, bis Mina wirklich auf eigenen Füßen stehen kann. Ein bisschen viel Zeit. Tja, vermissten so im Frost und abgeschlossen den Torfblock für Ursa Luna erhalten. Also gut. Also gut, also gut.
Als nächstes für unsere groß angelegte Mission brauchen wir, wie schon erwähnt, den Torfblock. Darüber hinaus brauchen wir dafür dann auch noch ein Ossaring. Egal was für eins. Hauptsache, wir haben natürlich jetzt gleich eins. Ja, und dann hätten wir jetzt auch nur Saring und dann. Müssten wir eigentlich abwarten, bis Vollmond ist. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, Vollmond ist jetzt leider nicht. Also ist da dahingehend jetzt Schicht im Schacht. Also Plan B einleiten. Der wie folgt aussieht. Wir lassen die Nacht erstmal wieder anbrechen. Und Vollmond ist er, sag jetzt nicht mehr. Okay, jetzt ist er anwendbar. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo jetzt der Vollmond abgeblieben ist. Aber jetzt, dank des Torfblocks, können wir Ursaring zu Ursaluna weiterentwickeln. Tja, wunderbar, wunderbar, sag ich da. Jetzt fehlen mir also noch ein paar Pokémon. Um genau zu sein, fehlt jetzt nur Fulipurba. Dann wiederum fehlt jetzt der Sack nur noch. Warte mal, wir haben doch sicherlich irgendwo noch ein anderes Evoli hier. Gut, dann müssen wir dieses Evoli vielleicht mal mitnehmen. Ich weiß ja leider auch nicht, wie viel Zutrauen. Oder wie viel Vertrauen eigentlich ein Evoli jetzt der Sack zu uns haben muss. Wenn wir auf jeden Fall jetzt auf unserer restlichen Reise ein Evoli mitnehmen, könnten wir auch so irgendwann Filinara vielleicht kriegen. Wir müssen ja so oder so ja auch nochmal uns auf den Weg machen, Vonera zu finden. Dann er sagt sowieso noch Chelast, Chelkarein, Chelterra. Und ansonsten mit den Fundsachen, die ich bisher gefunden habe und die wir sowieso auch noch finden werden, können wir dann eigentlich auch ebenso gut auch noch warte mal, da fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich ein Pokémon auch mit Beeren füttern? Also eins, das man selbst hat? Irgendwie muss man das Zutrauen ja in diesem Spiel ja auch erhöhen können. Naja, jetzt reden wir erstmal ein bisschen mit Evoli. Scheint da nicht verkehrt gewesen zu sein. Aber ansonsten würde ich ja zu gerne mal versuchen, eins meiner Pokémon mal mit einer Beere zu füttern. Kaum zu glauben, aber wir haben anscheinend sehr viel mit Evoli zu besprechen. Okay, mal sehen. Funktioniert? Anscheinend rein gar nicht. Ups. Das bringt leider, wie es aussieht, wirklich nichts. Also gut, wir haben jetzt Ursaluna. Dann erstmal wieder mal zurück ins Dorf.
Und dann erstmal unser nächster Schritt für unsere Forschung würde dann, glaube ich, jetzt erstmal eher darin bestehen. Verdammt, das sind Chaneras. Das ist ja, sag jetzt, nicht passend. Erstmal rüber zur Ödnisbasis im roten Sumpfland, weil hier müssen wir erstmal versuchen, irgendwie entweder ein Chelast, Chelterra, Chelkarain oder wie auch immer zu fangen. Am besten würde ich das Ganze auch am Tage versuchen. Das wäre dann wiederum jetzt erstmal die letzte Aktion für diesen Part. Und da ich ja sowieso nicht glaube, dass es sehr lange dauert, schauen wir uns dann eben mal kurz da um. Die surrenden Felder. Angeblich soll es da drüben meine gesuchten Pflanzen Sinnoh-Starter geben. Die Wahrscheinlichkeit dafür scheint aber jetzt, wie es aussieht, nicht gerade sehr hoch zu sein. Gut, ein Chillast auf Level 16 haben wir damit, er sagt, auch schon mal. Gut, gut, gut. Das war, er sagt, jetzt genau das, was ich, er sagt, erreichen wollte. Oh, wartet mal. Das ist natürlich auch nochmal ziemlich gut. Wir hatten jetzt hier auch nochmal eine verlorene Tasche. Aber es hat jetzt nicht so ganz, naja, so hingehauen. Muss ich eigentlich jetzt wirklich mal sagen, weil das waren ja wirklich nicht gerade sehr direkt die surrenden Felder. Muss ich ja leider so sagen. Aber hey, mit den Items, die ich jetzt ja sag, sowieso noch in der Tasche habe. Und damit meine ich ja natürlich die Items. Die natürlich in der Kiste sind. Mit denen werden wir es also jetzt gleich auch nochmal schaffen können, Chelast bis zu seiner Endstufe zu entwickeln. Gut, dann erstmal hier zurück zur Basis. Dann wollen wir doch mal kurz mal schauen. Fundsachen abgeben. Abgeben. Noch mehr abgeben. So, und damit hätten wir jetzt schon fast alles abgegeben.
Vielleicht werden wir jetzt sogar doch nochmal Evoli auf die Box packen. Oder zur Weide schicken. Und dann sehen wir gleich nochmal weiter. Mit dem Blattstein, versteht sich. Jetzt zuallererst. Die Entwicklung, er sagt, läuft der Sack immer noch nicht? Okay, das war jetzt ein bisschen verwunderlich. Was, er sagt, nicht Level 17 gewesen? Wo sich hier sagt, ein Chelast zu Chelkarain weiterentwickeln kann? Na, sei es drum. Mit diesen EP-Bonbons wiederum müsste das, er sagt, jetzt auch im Bereich des Möglichen sein. Ja, vielleicht ein klitzekleines bisschen übertrieben. Aber die Entwicklung ist jetzt möglich. Chelast zu Chelkarain und Chelast zu und Chelkarain zu Chelterra. Damit hätten wir jetzt auch schon mal den richtigen Schritt in die richtige Richtung getan. Jetzt wiederum wollen wir, sagt, die Sache mit Evoli noch ein bisschen beschleunigen. Indem wir uns denn jetzt, er sagt, noch einen Blattstein besorgen. Ja, dann jetzt erstmal zurück ins Dorf. Tja, und ansonsten mal sehen. Uns fehlt dann jetzt, er sagt, wiederum dann immer noch Kikugi, immer noch Vonera und dann, er sagt, jetzt dann noch Fulipurba und Felinara. Okay, beide wiederum könnten wir eventuell bei einer Raumzeitverzerrung finden oder, er sagt, ja sowieso auch fangen. Warte mal, Pokémon tauschen, das war jetzt verkehrt. So, Operation Blattstein wäre jetzt mal wieder in Angriff genommen worden. Und ja, Evoli kann sich jetzt also wirklich mit der Hilfe eines Blattsteins zu Fulipurba weiterentwickeln. Wieder mal ein wichtiger Schritt in die Vervollständigung des Pokédex gemacht. Registriert 239. Naja, wobei 239 ja sowieso dann auch noch die... warte mal, wie viele Pokémon waren das jetzt zusätzlich, die eigentlich ja hierzu nicht mitzählen? Mal kurz überlegen. Die Pokémon, die jetzt eigentlich für den Pokédex und natürlich für das Treffen mit Arceus ja nicht zählen, sind ja Darkrai, Manaphy, Fione und Shaymin. Das sind also vier Pokémon, die man da, er sagt, schon mal wegzählen kann. Dann fehlt, er sagt, das sowieso ja noch. Felinara, Fulipurba, Kikugi. Wobei ich natürlich jetzt auch nicht weiß, ob Alola Vulpix auch, er sagt, noch hier zuzählt. Weil es gibt ja, er sagt, noch eine Quest ja für das weiße Frostland. Das wäre dann vielleicht auch nochmal eine Überlegung wert.
Naja, gegebenenfalls müssten wir den Evoliersack vielleicht doch nochmal mitnehmen. Aber andererseits hoffe ich, er sagt jetzt wirklich, dass wir das Ganze, er sagt, noch anders lösen können. Jetzt auf alle Fälle will ich, er sagt, doch nochmal das Ganze mal ausprobieren. Vielleicht ja doch noch einen Vonera zu fangen. Vielleicht haben wir jetzt ja Glück. Oder vielleicht haben wir auch noch Glück und kriegen ein Kikugi. Nein, es ist immer noch ein verdammtes Vadribi. An der Stelle weiß ich eigentlich überhaupt nicht, ob wir eigentlich eine bestimmte Tageszeit bräuchten. Tja, hoffen wir einfach mal nicht, dass wir eine bestimmte Tageszeit brauchen. Ansonsten muss ich mich ja sowieso noch ein bisschen schlau machen. Weil allzu viel fehlt ja jetzt ja sowieso ja nicht mehr. Bis wir auch in der Lage sind, Arceus zu treffen. Tja, bedauerlicherweise war das ja sag auch schon mal wieder ein Griff ins Klo. Okay, das ist leider ein Aprikokobaum. Hatte dieser Baum jetzt hier nicht gewackelt? Eigenartig. Eigenartig bis zum geht nicht mehr. Aber so wie das dann jetzt erstmal aussieht, bringt uns das jetzt auch wieder mal nichts. Okay, eine andere Sache könnte ich ja jetzt nochmal kurz ausprobieren. Aber ansonsten gibt es jetzt nicht so viel mehr zu tun. Erstmal kurz mal zurück ins Dorf. Und dann versuchen wir es, er sagt, doch nochmal oben beim Kraterberg. Als ich ja sowieso ja auch mich ein bisschen schlau gemacht habe mit dem Bezug auf Kinoso. Da hatte ich ja sowieso gelesen, dass an der gleichen Stelle da beim einsamen See es eigentlich ja auch theoretisch auch Kikugis geben sollte. Und nicht nur Kinoso. Aber gut, jetzt haben wir, sag hier, zwei wackelnde Bärenbäume. Nein, es ist immer noch Kinoso. Gibt es etwa... Gibt es etwa hier im Kraterberg Hochland wirklich bloß Kinosos? Thank you.
Ehrlich gesagt finde ich diese Tatsache, dass es hier wirklich nur Kinosos anscheinend gibt, wirklich unschön. Ich muss mich anscheinend an der Stelle wirklich ein bisschen schlau reden. Nicht schlau reden, sondern schlau lesen. Eigentlich hatte ich ja wirklich gelesen, dass man hier bei den Bärenbäumen eigentlich ja auch noch die Kugel kriegen sollte. Aber anscheinend, wie es aussieht, aus irgendeinem Grund nicht. Aber was soll's. Wen und Fliebes, ich denke mal, wir erledigen dich dann doch gleich erst einmal. Tja, und was haben wir ansonsten noch? Ja, wir müssen immer noch Vonera finden. Wiederfinden. Also bräuchten wir theoretisch, er sagt, noch Kikugi, Vonera und Filinara. Eventuell sogar auch noch Alola Vulpix und Alola Vulnona, aber da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber das wäre, ich sag, auch etwas, was wir im nächsten Part mal angehen könnten. Die Alola Vulpix Quest. Und somit sage ich dann jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Wo wir dann, naja, so nach und nach jetzt langsam aber wirklich mal zum Ende unserer großen Pokémon-Suche kommen werden. Bis dann und ciao.